Hallöchen und willkommen zum zweiten, hoffentlich nicht ganz so stressigen Tag. Naja, wer es glaubt, wir haben hier ganz, 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 ganz viel Marmelade erstmal. Aber egal, hallo Bade, ich verkaufe jetzt hochwertigen Dünger und neue Nutzpflanzen. Bis bald, Pierre, ja, ich war doch schon einkaufen, Junge. Hallo, ich bin dir voraus. Warum schickt er mir überhaupt erst heute einen Brief? Ich meine, ich mach doch gleich am ersten Tag alles planen. Was soll ich da später noch? Das bringt doch gar nichts. Nein, nicht essen. Schön weiter hier irgendwie reintun, machen, tun und so. Da kann ich ja eigentlich auch mal erstmal hier weg damit und ja, anderes Zeug kann ich auch mal wegmachen. Ah, ein Glück, dass heute gutes Wetter ist, sonst hätte es vielleicht ein wenig unangenehm werden können. So geringfügig. Das kann weg. Das behalte ich noch. Das kann weg, das. Steinchen weg. Kohle. Nee, Kohle kann ich eigentlich. Ach komm, packe ich mal alles hier in die Waagschale. Und allgemein, wir können ja wieder Fässer machen. Wir haben ja jetzt Eichenharz. Da brauchen wir noch leckere Barren. Folgender Couleur. 2, 2. Und dann kann der Spaß beginnen. Yes. Und noch einer. Weil es so schön ist. Ja. Yeah. Ach komm, die. Darf lass dich da weiter den Weg. Ja, und die Schweine, die tummeln sich. Booyah. Läuft so weit, so gut gerade. Ich sehe auch schon wieder ein Trüffelchen. Hey, du willst auch hier geknuddelt werden, habe ich gesehen. Trüffelchen nehme ich natürlich gleich entgegen. Und ich habe gehört, ihr wollt gemolken werden. Milk the damn cash cow. Jawohl. Ja, da muss ich wirklich melken. Ich habe nicht genug Milch, um hier alles zu füllen. Also melke ich in der Luft, was eher nach Unanieren aussieht, aber egal. Gott. Jetzt lege ich ja meine Unaniertaktiken offen. Nein! Vergesst, was ich gesagt habe. So, also ihr wisst, wenn ihr noch jünger seid, schaltet den Sound leiser, wenn ich Let's Play mache. Hier kommt wir klein. Nicht, dass Mutti euch Daddelzeit verbietet, das wäre nicht so schön. Oh, wir haben hier ein Bäumchen, das wir schütteln können. Und jetzt sind wir wieder bei der Thematik. Mensch. Ich habe manchmal den Eindruck, egal was ich sage, es klingt versaut. Ich glaube, es liegt an mir. Okay, ich habe eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir brauchen hier einen Brunnen. Brunnen kann ich denn selbst bauen? Nee. Irgendwie nicht. Aber eine Ölpresse. Ja. 50 Schleim. Ah, dafür braucht man den Schleim mal. Man lernt immer dazu. So. Nein, 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 nein. Ich möchte hier Dinge machen. Und zwar Schakka, Schakka und oh, wieso habe ich nur. Es gibt Dinge, die müssen geändert werden. So, 1, 2, 3, 4. Jawohl, ich kann zählen. Was wollen wir mehr? So, auch das kann endlich mal wieder getan werden. Ach Mensch, ich bin jetzt im Flow. Jo, ich mag das, ich mag das. So, gibt's noch hier irgendwo ein Trüffel? Ah, da. Da hat er seinen Trüffel gekackt. Wunderbar. Genau, ich will
zumindest eine Ölpresse schon mal haben. Eine zweite ist noch in Bau quasi. Noch eins. Ja, wie viel Output haben die Viecher denn? Uiuiui. Packen wir da mal eine hin und... Leck mich am Arsch. Das ist schon der dritte. Warum? Frag ich mich, warum? Und hier gibt es keine Sterne diesmal. Ich bin minimal entsetzt. Letztes Mal war irgendwie schöner. Dabei war mehr Lametta und so. Und ich weiß nicht, ob diese paar Grasbüschel ausreichen. Vielleicht sollte ich mir ein bisschen Nachschub holen. Könnte man mal machen. Ich habe ja alle Zeit der Welt jetzt. Denn es läuft, es ist alles im Flow. Und apropos im Flow, ich könnte mal mit meinem Flow in die Höhle gehen und dort Dinge rausholen. Mit ganz vielen Morcheln. Mit Morcheln ist gut schnorcheln, sage ich immer. Ja, schlechte Reime, davon dürft ihr euch gerne ein paar mitnehmen. Habe ich genug von. Und ich sehe, da ist was fertig. So. Oh, da kriege ich hier richtig Käse. So. Ein Milch. Zwei Milch. Milchior und Balthasar. So. Dann eben noch kein Trüffelsche. Bin ich mucksch. Habe ich zumindest schon so ein Goldchen? Nee, auch noch ein... Oh, das ist ja... Das ist ja Herz allerschlimmst gerade. Und ich habe ganz vergessen, wo ich die Hayley treffen muss. Ob das bei ihr zu Hause war oder... Nee, ich glaube, das ist so eine Beach-Bitch im Moment. Da werden wir doch glatt mal zum Strand galoppieren. Um zu gucken, ob sie da ist. Wenn nicht, dann nicht. Aber wir werden es ja mal sehen. Etwa nicht. Und nö, jetzt bin ich so ein bisschen sensiblerweise enttäuscht. Das habe ich mir anders gedacht. Das Schlimme ist, dass ich ja auch noch bis Hayleys Geburtstag ist. Da muss ich eigentlich unbedingt auch noch mir die Wüste freispielen, weil ich dann ein gutes Geschenk bekomme. Okay, die machen gerade Aerobic. Sehr verstörend das Ganze. Nee, dann kann ich doch glatt mal hier so noch ein bisschen Gras mitnehmen. Haha, mein Grasdealer. Nee, ich wollte... Was wollte ich überhaupt? Was wollte ich bei Pierre machen? Trüffel. Oh, der ist auch was wert. Gott, ich wollte doch irgendwas bei ihm holen. Ich scroll mal durch, vielleicht finde ich ja, was ich suche. Ich kann mir echt nicht helfen. Ich weiß nicht, was ich wollte. Bei Pierre wollte ich... Also, das war vielleicht nur ein bisschen... Neue Rasenfläche zum Ausrollen. Na gut. Aber bei Robin wollte ich ja nochmal vorbeischnuppern. Ja! Da haben wir ein Problem. Das Problem lautet nämlich, dass ich keinen Stein dabei habe, der für den Brunnen verlangt wird. Aber ich kann mal gucken, wie teuer das ganze Späßchen sein wird. Oh, ja, die ist eh nicht da. Das ist dann Jacke wie Hose. Oh, wollte ich sonst noch irgendwas heute? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich bin echt absonderlich verplant irgendwie. Na gut. Verplantheit muss auch mal sein. Dafür bringe ich heute ganz viele unangebrachte Sprüche. Ist doch auch was wert. Man muss ja nicht immer High Quality haben. So. Ja, da kann ich einmal hier die volle Bandbreite an
faszinierenden Dingen ausschöpfen. Ach komm, machen wir immer noch hier so einen knuffigen Barrenherstellungsprozess in die Wege leiten. Gott, ich kann mich auch unmöglich kompliziert ausdrücken. Das hätte nicht Not getan. So, ein bisschen Rollrasen. Boah, das Ding arbeitet noch immer. Ei. So, dann kann ich nochmal die Sense schwingen. Noch ein Trüffel. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? So, ich hoffe, dass es jetzt sich natürlich ausbreiten kann. So, zack und zack und dann nochmal diesen hingekackten Trüffel. Warte mal, jetzt habe ich auch... So, und schwupps haben wir mal fast unsere kompletten Schleims mal so eben ausgegeben. So eben ausgegeben. Das ist auch ein schöner Reim, der gefällt mir. Den behalte ich. So. Yes, da ist auch schon das erste Trüffelöl fertig. Und ich bin gespannt, wie viel Geld wir mit dem Scheiß bekommen. Also, ich vermute ja mal, dass das mehr wert sein sollte als der Trüffel an und für sich. Und das könnte eine Masse sein. Also, das packen wir doch einfach mal schön in den Kasten rein und dann ernten wir den Trüffel unserer Arbeit. Genau. Trüffelöl. Käse, noch mehr Käse. Pilze müssen auch sein. Och, das wird ja... Ach nee, Narzisse ist das. Ich dachte immer, das wäre Löwenzahn. Okay. So kann man sich irren. Ich dachte, da wurde immer ein Löwenzähnchen. Warum auch nicht? Aber offenbar lag ich da all die Zeit falsch. Peinlich, peinlich. Ja, schön, wenn man eine deutsche Übersetzung ausnahmsweise hat. Hä? Kann man was mit anfangen. So, dann kann ich reinpacken. Ach komm, das kann erstmal wieder weg. Nö, die Kohle behalte ich. Die ist ganz schnieke. Dann kann ich das wieder reinsetzen und das und das. Nee. Euch kann ich noch gebrauchen. So. Dünger noch und dann. Komm. Das packe ich weg und. Nein, das nicht. Das brauche ich. Da kann ich nämlich doch nochmal Hayley irgendwie versuchen aufzusuchen. Und ihr zu sagen, hey Baby, ich hab dir ein Blümchen gepflückt. Sotle, ich bin ja schon fast wieder da. Ein Hoch auf Ferdinand. Ohne ihn wäre das nicht möglich. Ach nee, da ist das Fräulein. Hier Fräulein, hab was für dich. Für mich? Danke dir. Bitte schön. Oh ja, jetzt weiß ich, wo ich noch vorbei galoppieren kann. Gott, ich bin so voller Ideen und habe doch keine Planung. Aber jetzt habe ich zumindest so eine vage Idee von dem, was ich machen will. Lieber eine vage Idee als gar keine Idee. Oder als nur eine vage. So, hier haben wir nicht den Händler heute. Das ist natürlich suboptimal. Aber wir können theoretisch ein bisschen angeln gehen, oder? Angeln wird mir doch wohl kaum jemand verbieten. So. Aber zum Angeln möchte ich doch mal hier hin. Nee, das ist mir zu weit weg. Nee, muss nicht sein. So, haben wir ja lange nicht mehr die Zeit gehabt. Hüstel, nur im Winter das letzte Mal. Aber wir haben jetzt ja wieder andere Fische, die uns vielleicht eine Freude bereiten werden. Zu
zum Bleistift einen Kaulbarsch. Kaulbarsch in... Die entstehen aber nicht aus Kaulquappen, glaube ich. Was ist überhaupt Kaul? Ui, die beißen aber richtig angenehm im Moment. Muss ich ja mal sagen. Mal sehen, ob wir auch den nächsten Trüffel noch ernten können. Also das nächste Trüffelöl. Aber vielleicht hat ja auch wieder irgendein Schwein so einen Trüffel hingekackt. Sieht immer so aus, als wenn die es rauskacken hier. Ich möchte Schweine. Ah, ah. Gott, drei Kaulbarsche schon. Ich will doch nur was Besseres eigentlich. Hier ist ein Schatz gefunden. Mein Schatz. Wir müssen ihn verschätzen, so. Eine Nautilus-Fossil hier so. Mohaha. Lässt sich bestimmt auch ganz gut verkaufen. Ich meine, wer mag so ein Ding nicht? So ein kleines Ammonitas. Ey, 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 ey. Erste Mal. Und ja, wieder ein Kaulbarsch. Nee, die Fische, die schmecken mir heute nicht. Da hat schon Besseres angebissen irgendwie. Tut mir leid. Nicht mit mir. So, ich muss mir aber demnächst schon mal eine Liste zurechtmachen, welche Pflanzen ich als erstes auf Vorrat kaufen muss, weil ich glaube, fast alle Frühlingspflanzen sind welche, die nicht nachwachsen. Die müssen dann neu gesät werden und sowas. Voll der eklige Shit, aber ist leider so. Können wir nicht ändern. Gut. Ich wollte nochmal sicher gehen, dass ich nicht noch irgendwie so einen drolligen, hast du nicht gesehen hier, Gedönsbums. Sag schon. Mir will das Wort nicht über die Lippen kommen. Boah, kann ich so verplant sein, das ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, womit ich den Satz angefangen habe. Genau, ich wollte gucken, ob ein Sprinkler bei mir im Inventar hängen geblieben ist. Ist zum Glück nicht. Ah, so lange gebraucht für so einen Scheißsatz. Aber gut, dann können wir ja mal kurz nachgucken, wie das Wetter morgen wird. Habe ich nämlich noch gar nicht gemacht, weil ich das gar nicht mehr gewohnt bin. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Ja! Endlich lohnt sich wieder, das Wetter anzuschauen. So. Ich mache hier, oder? Mache ich hier trotzdem zu? Ich glaube, ja, komm. Gönnen wir uns. Einfach nur, weil wegen der Milch, die übrigens wieder vorzüglich war. So, bis 23 Uhr gucke ich noch, ob hier... Na, seht mal an, seht an. Wenn das fertig ist, werden auch die gleich fertig sein. Yes! Dann kann ich ein so ein Ding lagere ich. Einfach für unsere Sammlung. Und der Rest, der kommt einfach mal lockerflockig dort wieder rein. Genau, packen wir noch wieder frisches Holz nach. Gold wird gelagert. Habe ich auch noch... Nee, Hardwood ist alles wieder untergebracht. Wunderbest. Manchmal bin ich doch pfiffiger unterwegs, als ich selbst dachte. Ins Bett gehen, yeah! Ja, leck mich doch am Arsch! Jupp, die Trüffelöle brachten... im Schnitt mal so eben 1400 schieß mich tot ein. Kann man gut mitleben. Also gut, Trüffelöl bringt definitiv mehr als die Trüffels da selbst. Gelee brachte natürlich auch was, aber die Trüffel, die sind natürlich jetzt unser Exportschlager quasi. So, Käse, noch mehr Käse.
12.000 Gewinn, ohne dass wir irgendwas geerntet haben. Also, wenn es nach mir geht, bin ich ja mal hier richtig zufrieden. So kann es weitergehen. Also, bleibt schön dabei und schaut, was wir so als nächstes an der Folge haben. Ciao, ciao.